Moin, moin, meine lieben Leute der feinsten Unterhaltung. Hier spielen wir weiter Uncharted. Wir befinden uns eigentlich im Epilog, also am Ende. Ob das jetzt. Bin mir nicht sicher, wer das sein soll. Also entweder ist es die Tochter oder die Mutter in Jung. Aber ich glaube eher, das ist die Tochter. Wir gucken mal und gehen mal hier durchs Haus. Den blöden Köter nehmen wir mit. Mom? Dad? Na, guck mal. Jemand da? Dann wissen wir schon mal, das ist der. Dass es die Tochter ist. Wo sind die Eltern wohl hin? Muss schon ganz cool sein, solche Eltern zu haben, die immer irgendwie unterwegs sind und coole Abenteuer erleben. Mal sehen, was du hast. Mom hört komische Musik. Aber die hier gefällt mir. Ich mach direkt wieder aus. Nachher ist es irgendeins, was Registered Trademark ist und ich muss dann wieder. Und ich muss dann wieder was rausschneiden bei YouTube, weil irgendjemand wieder sich die Rechte davon mir ein Claim ergibt. So. Die sind wohl abgehauen. Eigentlich eine ganz coole Hütte, so. Bisschen oldschool alles, aber cool. Aha. Na bitte. Wow, Gott sei Dank ein Apfel. Was würden wir uns ohne Äpfel tun? Oh, hier. Notiz. Oh, cool. Wir sitzen in einem kleinen Café in einem belebten Straßen an der Wanne und trinken den vielleicht besten Espresso meines Lebens. Kein Auftrag, niemand verfolgt uns. Der Ruhestand fühlt sich komisch an. Gut, aber komisch. Sam lässt ausrichten, dass du den Kühlschrank mit nicht ganz so beschissenem Bier auffüllen sollst, bevor wir kommen. Seine Worte, nicht meine. Außerdem erinnert mich Sam daran, dass du die Wette verloren hast. Gegen uns beide. 12 Monate rauffrei. Tendenz steigend. Und ich bin in Kuba, verdammt nochmal. Ich war also ein braver Junge. Wie auch immer. Grüß die Mädels von uns. Sag Cassie, sie soll schon mal das Backgammon-Brett rausholen. Ich will meine Revanche. Ich freue mich, dein Kumpel. Okay. Hier ist schon mal Cassie. Hey! Wir haben zumindest eine geile Hütte. Direkt am Strand. Wie geil ist denn bitte sehr das? Oder guck ich das mal an. Das würde mir auch gefallen. Ich gehe aus dem Haus raus und gehe 3 Meter und bin am Strand. Ziemlich cool. Jetzt nur noch der Rest unserer Crew. Guck mal. Jetzt hätte ich hier Angst, wenn mal ein bisschen Sturm kommt, dann ist die Hütte aber auch unter Wasser, doch. Ich hoffe ja, dass nochmal ein Uncharted-Spiel kommt, ne? Nein, niemand? Okay. Aber die waren alle gut. Die Teile fand ich. Hey, Vicky. Vicky, hey. Oh, warte. So, Süße. Wo sind Mom und Dad? Na los, such sie. Los. Echt jetzt? Dummer Hund. Ein dummer Hund. Gut, ein dummer such ich sie selbst. Ein saudummer Hund. Mal rüber? Kann ich da nicht rüber? Sehr beschissen. Warte mal. Vielleicht kann ich eine Angel auswerfen. Hm. Das Essen ist hier. Hm. Wollen wir Nachbarn gucken? Und hier auch nicht. Okay, dann warte ich wohl einfach. Ach, das gehört auch noch zu denen, das Haus? Oder was? Was ist das? Okay, da sind wohl ein paar an was. Das wurde toll gesäubert. Da warten ja etwas, arbeiten ja etwas. Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Okay, sie ist wahrscheinlich auch ein bisschen davon fasziniert. Aber wenn du solche Eltern hast, die nur sowas machen, dann fasziniert sich das auch, glaube ich. Oh, hier. Wer ist denn auf der Times drauf?
Oder Adventure, was ist das? Wie albern. Oh. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Oh, oh, was hat er bloß, hat sie bloß vor? Keine Chance. Einfach keine Chance. Wow. Ich wusste es. Was ist das? Eine spanische Dublone. Aber von wo? Alles. Jahrhundert. Wo ist das her? Da. Der Schädel. Irgendwie gruselig. Irgendwie cool. Da ist das Buch der Mutter. Hallo. Evelyn hat einen Sammlungserstkauf von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft. Mit seinem einen Stapel Dokumente. Wir müssen einen Spuren zu. Notiz oder Brief? Was sind das für Markierungen? Wow. Henry Avery. Der Gunsway-Raub? Halt. Hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Okay. Hey, wir haben ja schon ein bisschen was gefunden darüber. Ich lese jetzt nicht alles durch. Ist auch ein bisschen quatschig. Oh, was ist das für ein Bild? Hm. Niemals. Ist das Dad? Sic Pavis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Ist das so? Das haben wir in meiner alten Kamera gefunden. Was ist das? Ja, schon gesehen, ne? Was zur Hölle? Posiert er da schön mit der Knarre, ne? Nur mal so nebenbei. Oh, scheiße. Mist. Hey, da bist du ja. Hey. Wir haben dich gesucht. Was machst du hier drin? Ich hab euch gesucht. Mach schon, wir haben das Boot beladen. Wir können los. Cool, ich werde dann gleich nachkommen. Wieso? Ich muss nur, Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sully. Mit einem Haufen spanisch aussehender Schätze. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir sie einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren, richtig? Alt genug? Wie alt bist du?
Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing's an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts okay, zu tun. Okay, Leute, Auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, ja das, eigentlich das schon. Stimmt. Ja. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War's eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagebuch. Und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue. Und sie war verflucht. Krass, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führt uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Eigentlich lustig, das Bild zu sehen da von den ersten Teilen so. Cooles Spiel. Man hofft einfach, dass da wirklich nochmal ein Teil kommt, ne? Dass sie sich jetzt nicht nur auf Last of Us ausruhen, sondern nochmal ein Uncharted nachliefern, oder? Ist ja schon ziemlich cool. Man weiß es nicht. Dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Und wie ihr es fandet, also ich fand das ziemlich cool, das Spiel, muss ich sagen. Hat mir echt Laune gemacht. Und man muss dazu sagen, dass der Neil Druckmann, das ist der Druckmann, weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, dass der wirklich gute Drehbücher liefert, muss man sagen. Er hat auch das Drehbuch hierzu geschrieben, auch zu Last of Us, wie gesagt, auch bei der Serie. Der ist schon drauf. Weiß jetzt nicht, ob er Programmierer auch ist, ich glaube nicht, aber hat wahrscheinlich so mal angefangen bei Naughty Dog. Ja, kann ich hier überspringen? Nee, aber das ist ein Bonus erschienen, wie man sieht. Weiß nicht, ob da noch so ein Abspann kommt bisher. Wäre ziemlich cool. Aber ich, wie bei den Marvel-Filmen, nochmal so eine Endszene. Warten wir mal ab. Aber noch passiert gar nichts. Nicht mal ein wenig. Ja. Gut. Ich glaube, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.